Ein Hallo und willkommen zu dieser Folge. Na, das fängt ja schon gut an, da sind wir glatt mal unsichtbar. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt aber viel Spaß und wir bleiben gleich mal auf Abwägen. Eigentlich ist diese Verkehrsführung hier ja nicht so kompliziert. Gut, hier könnte man jetzt noch sagen, er wollte abbiegen, hat sich's dann anders überlegt und dann nicht richtig geguckt, aber das wird noch viel besser. Gleiche Baustelle, nächster Tag. Ich finde das bei Männern schwierig, weil manche fangen irgendwann an, sich die Haare zu färben und andere wiederum was nicht. Was? Sollen Frauen auch mit Männern? Bist im Gegenverkehr. Du fährst im Gegenverkehr. Ich habe noch ein Video. Eieieiei, ja, da denkt man sich doch nichts wie weg. Aber doch bitte nicht so. Unser Einsender hier fährt sogar bereits zu schnell und trotzdem hat man den Eindruck, wir würden stehen. Aber mit merkwürdigen VWs haben wir es heute. Aber genauso haben wir es heute auch mit merkwürdiger Auslegung der StVO. Hier sind wir auf dem Beschleunigungsstreifen auf eine Kraftfahrstraße. Falsche Auffahrt, kein Problem. Man kann ja einfach mal quer über vier durchgezogene Linien und Sperrfläche trotzdem links abbiegen. Halt immer so, wie es einem gerade am besten passt. Aber da gibt es gleich noch eine Gruppe von Autofahrern, die ich wirklich gefressen habe. Die Leute, die die Busspur nutzen, weil sie denken, sie wären was Besseres. Ein VW-Bus, ein Audi, ein Renault, ach, BMW auch noch. Manchmal könnte man ja glatt denken, auf der Busspur fahren mehr Autos als Busse. Hier könnte man fast schon wieder sagen, unser Einsender fährt zu schnell. Ja, oder um es mit den Worten des Skoda-Fahrers hinter uns zu sagen, viel zu langsam. Der ist doch nicht ganz frisch in der Rücke hier. Und wir sind hier halt innerorts unterwegs. Das mal vor der Kurve noch. Ein Auto und zwei Motorräder in der Ortschaft vor einer Kurve überholen, ja, da muss man echt nichts mehr zu sagen. Aber die Ungeduld mancher Leute geht wirklich ins Unermessliche. Da vorne fährt ein langsamer Traktor und da muss man ja echt keine Panik haben, da werden schon alle Leute dran vorbeikommen. Und es mag vielleicht nicht verboten sein, ungeduldig zu sein und von hinten die Lücken zu springen, aber nicht alles, was nicht verboten ist, ist automatisch schlau. Abgesehen davon, dass hier keine Lücke wirklich groß genug zum Einscheren ist, wodurch es ja doch wieder überholen bei unklarer Verkehrslage ist, hier will doch jeder den Traktor überholen. Stellt euch mal vor, jeder würde hier versuchen, trotzdem seinen Vordermann zu überholen, da wird doch auf der Landstraße hinter jedem Traktor einfach nur das blanke Chaos ausbrechen. Ich finde, das ist einfach eine Unart. Aber wo wir schon bei unverständlichem Verhalten sind, wisst ihr, was ich bei SUVs mag? Ach, die Fahrer, die nicht in der Lage sind, die Breite ihres Fahrzeuges auch nur annähernd einzuschätzen. Ich meine, wo fährt er denn hier bitte? Und der fährt ja nicht mal zur Seite, als Gegenverkehr kommt. Ich verstehe es einfach nicht. Aber ich glaube, manche Sachen muss man auch nicht verstehen. Wir sind zurück in der Ortschaft und wollen links abbiegen. Ja, und das ist natürlich eine perfekte Stelle für ein spontanes Wendemanöver. Ihr Verkehrsübungsplatz, hier steht's dran. Was war denn das? Und das sollte wohl auch ein Wendemanöver werden. Man muss doch mal auf seine Umgebung achten. Am häufigsten sind das hier wahrscheinlich so Kurzschlussreaktionen nach dem Motto, huch, ich bin falsch, ich muss jetzt sofort wenden. Aber bei den spontanen Entscheidungen kommt halt selten was Gutes bei rum. Aber dieser Einsender hat eh einen Lauf, kurz darauf im Kreisverkehr. Wir achten mal links auf den Fußweg oder was auch immer das ist. Guck mal, drüben im Roller. Guck mal, zu dritt. Zu dritt. Sicher? Okay, Garmin. Viert, zu viert. Oh Mann. Und das Kind fuhr hier quasi aus dem Nichts mit dem Fahrrad aus einem Seitenweg über die Straße. Das sind so die Momente, wo einem das Herz kurz stehen bleibt. Hier erkennt der Einsender das Unheil sehr frühzeitig und passt seine Geschwindigkeit deutlich nach unten an. Der Vater versucht dann noch sein Kind mit dem Bein zurückzuhalten, was aber nicht wirklich gelingt. Aber genau wegen solchen Situationen wird in der Fahrschule ja immer und immer wieder eingetrichtert, mit genau diesen Situationen zu rechnen und demzufolge auch immer mit einer passenden, angemessenen Geschwindigkeit unterwegs zu sein. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, das ist alles nichts verglichen mit dieser Szene.
Das Kind rutscht hier beim Versuch noch abzustoppen dann noch aus, aber da dürfte nichts weiter passiert sein. Das ist wirklich riesengroßes Glück hier. Das kann so schnell auch mal anders enden. An dem Tag kann man jetzt hier garantiert ein zweites Mal Geburtstag feiern. Aber dieses Video hier zeigt auch eine andere Sache sehr gut, die wichtig ist und die ganz viele Leute einfach nicht wissen. Der Audi scheint mir hier mit einer angemessenen Geschwindigkeit zu fahren, die nicht über dem Tempolimit liegt. Aber ganz viele Leute fahren in der Stadt ja auch mal 60 km/h. In vielen großen Städten rauscht der Schwung dann auch mal mit guten 70 durch. Hauptsache weniger als 20 zu schnell, damit es keine Punkte gibt, wenn doch mal Blitzer kommt. Das ist zumindest meine Erfahrung, die vermutlich viele von euch teilen dürften. Und ich glaube, die Masse der Leute würde das aber nicht tun, wenn sie die gravierenden Auswirkungen auf die Anhaltewege kennen würden. Wenn der Audi hier 50 km/h fährt mit einem Abstand vom halben Meter zum Kind zum Stehen kam, dann würde er bei 55 km/h Ausgangsgeschwindigkeit bereits das Kind mit 24 km/h rammen. Bei 60 km/h läge die Aufprallgeschwindigkeit bei 37 km/h, bei 70 km/h Ausgangsgeschwindigkeit, ja, da läge die Aufprallgeschwindigkeit schon bei 55 km/h, was sogar noch über dem Tempolimit liegt. Und wir rechnen hier ja schon mit guten Reaktionszeiten in diesem Beispiel von 0,5 Sekunden. Bei einer Sekunde Reaktionszeit wären die Auswirkungen bei höheren Geschwindigkeiten nochmals heftiger. Und viele von euch mögen ja jetzt sagen, ja, das, was du rechnest, ist doch ein total fiktives Szenario und sowieso, ich habe doch Vorfahrt, bla bla bla. Aber sagen wir es mal einfach ganz nüchtern, wäre die Ausgangsgeschwindigkeit des Audis in dem Moment, wo das Kind zwischen den Autos hier auf die Straße läuft, höher gewesen, wäre das Kind, falls es blöd unter das Auto gerät, was ja da es hier ausrutscht, locker hätte passieren können, möglicherweise bei bereits 5 km/h mehr tot gewesen. Das ist die Realität am Ende des Tages. Und da viele sicherlich jetzt wieder sagen werden, ja, aber manche Tempolimits sind doch unnötig und so weiter. Ich sag's mal so, wenn ich selbst in eine Situation käme, wo ich zu schnell fahre und jemanden umniete, aber hinterher klar wäre, dass es bei der erlaubten Geschwindigkeit nicht passiert wäre, mit dem Wissen könnte ich persönlich nicht mehr leben und ich glaube in dieser Situation auch niemand von euch. Und das ist der Grund, warum ich mich persönlich immer an Tempolimits halte und obendrein immer die Geschwindigkeit der Verkehrssituation anpasse. So, und ich weiß, das war jetzt mal ein sehr langer, detaillierter, analytischer Ausflug gewesen, aber wie sehr sich Aufprallgeschwindigkeiten bereits bei kleiner Geschwindigkeitsübertretung erhöhen können, das ist ein Thema, was ja sehr, sehr selten zur Sprache kommt und viele vielleicht auch überhaupt nicht gewusst haben. Darum war mir persönlich das einfach mal ein Anliegen, das so detailliert anzusprechen. Aber nach diesem ernsten Thema, jetzt haben wir nochmal was anderes. Das von der Straße räumen. Der nächste knallt dagegen. Und das tut der Einsender jetzt auch, er legt es nach rechts ins Gras. Okay, ein Betonklotz. Wahrscheinlich, ja, so ein aus mit Beton gefüllter 5 Liter Wasserkanister war das. Wahrscheinlich irgendwie als Gewicht für irgendwas. Ich glaube, mit der Vermutung liegt er gar nicht mal so schlecht. Aber nicht nur, dass er hier Vermutungen aufstellt. Er fährt auch mit offenen Augen durch die Gegend, weil das hier ist 30 Sekunden später. Moin, hast du vorne vom Gewicht verloren? Da hängen nur zwei. Hast du das dritte verloren? Da vorne links fährst, habe ich es ins Gras links reingelegt. Nach der Bushalte. Ungefähr auf der Höhe von dem Naturweg. Schön, sowas auch mal zu sehen. Es besteht ja zum Glück doch noch Hoffnung in unserer Gesellschaft. Und ich würde sagen, damit belassen wir es für heute auch. Wer jetzt noch rein will in eine weitere Dashcam-Folge, links ist wie immer noch eine verlinkt. Ihr müsst einfach nur draufklicken, dann kommt ihr dahin. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.